Hallo, hier ist der Joost. Heute mit einem Messerchen von meinen Geschenken. Von Weihnachten. Das Kirscher Nura 3.5. Ein cooles Teil. Der Griff ist aus gebürsteten Stahl mit einer Titanbeschichtung. Ja, ich hätte gesagt, das ist einfach gebürsteter Stahl. Aber so steht es halt in der Beschreibung. Wir haben einen Frame Lock. Das ist ein Flipper. Das bedeutet schon mal Führverbot. Das sieht wirklich cool aus. Es geht. Wir haben 108 Gramm. Das ist in Ordnung. Das Problem, falls ihr das andere Video schon gesehen habt, ich habe ja den Clip nicht hochgekriegt. Ich konnte ihn auch nicht lösen. Mit sämtlichen Tricks konnte ich ihn nicht lösen. Ich lasse ihn jetzt dran. Ist okay. Ich hatte erwähnt schon mal, dass es nicht der beste Flipper ist. Klingstand ist schon mittig. Es ist besser geworden. Ihr wundert euch gerade. Ihr denkt bestimmt, oh, hat er seinen Müll da liegen lassen? Nein. Wir haben hier einen Flipper, der auf Kugellager liegt. Und der ist das Kugellager. Seht ihr das? Das hat so eine Mulde. Da läuft das drin rum. Und es hat mich genervt, dass es nicht so richtig schön geflippt hat. Habe ich es auseinandergenommen. Ist sehr einfach. Die Schrauben gingen perfekt raus. Nur die kriege ich nicht raus. Abgenommen. Klinge abgenommen. Sauber geputzt. Dann fiel das Ding so. Oh. Ja, das muss da gleich wieder rein. Hab dann aber geguckt. Nö, das ist drin. Ja, auf einer Seite lagen zwei von diesen Unterlegscheiben. Ich weiß nicht warum, weil die sind wirklich sehr dünn. Vielleicht lagen die einfach übereinander und hat keiner gemerkt. Auf jeden Fall habe ich die jetzt rausgenommen. Hab alles sauber gemacht. Ganz wenig Öl und Fett rein. Gut, ich muss natürlich sagen, ich habe ja das Tor. Da ist es natürlich jetzt sehr schwierig zu sagen, es ist ein super Flipper. So gut läuft es nicht. Aber ich muss sagen, ich muss zumindest nicht mehr diesen hier machen. Aus dem Handgelenk. Klinge läuft auch gut. Zack, man muss nur drauf und so. Oder man macht einfach nur. Ah, bin ich hier mit dem Finger dran gekommen. Zack, einfach nur so zack drüber. Der Frame Lock steht schön am Anfang drauf. Ich würde sagen, er steht so bis zur Hälfte drauf vom Frame Lock, die Dicke. Das ist gut. Viel rüber wandern wird da, denke ich mal, nicht. Zumindest nicht so schnell, weil hier, wir haben hier eine schöne Schräge drin. Das finde ich gut. Oh, seht ihr, das geht. Also eigentlich der Klinggang ist super. Ist nicht so perfekt wie das Tor. Ja, ist immer doof, wenn man so einen coolen Flipper hat, dass man das dann doch schon ein bisschen vergleicht. Aber an sich ist es wirklich ein geiles Teil. Zack. Eine schöne Klinge. Sieht eh cool aus. Auch durch die Form. Jetzt sagen andere, das sieht irgendwie kacke aus. Aber ich muss sagen,
Ich denke mal, es liegt wirklich an diesem scheiß Knick hier. Das Ding liegt verdammt gut in der Hand. Richtig gut. Und ich muss sagen, da ich hier den Clip nicht wegkriege, mich stört er nicht. Und ich finde sogar... Ich drehe mal meine Hand. Er liegt hier besser auf, das Messer. Ja, es ist trotzdem... Trotzdem ist es scheiße. Ich würde ihn lieber abmachen können und dann vielleicht dran lassen, weil es besser ist. Dennoch muss ich leider zugeben, durch den Clip fühlt es sich hier unten voll an. Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt ohne, aber es ist zumindest schon mal nicht schlecht. Zur Schärfe. Das ist, jetzt mal ganz ehrlich, das sollen 18er 13 MOV sein. So, und ich habe damit jetzt keine Holzarbeiten gemacht. Aber ich habe da zum Beispiel ja, das Ding als, ich hatte jetzt die ganze Zeit Urlaub gehabt. Gut, jetzt bin ich wieder ein paar Tage am Arbeiten. Aber von Weihnachten an bis 1. Januarwoche hatte ich auch noch Urlaub. Ich habe das als mein Frühstücksmesser benutzt für Wurstschneiden. Salami, Fleischwurst. Gut, denkt ihr, ist ja nichts Komisches. Aber auf dem Teller. Ne? Nicht irgendwie auf dem Holzbrettchen oder so. Und ich muss sagen, also ich muss echt sagen, jetzt ist das Stück hier mit Klebe. Ich weiß nicht, ob es... Ja, trotzdem. Also es schneidet wirklich gut. Wirklich geil. Und es geht richtig schön durch. Wir haben hier ja, einen Hohlschliff. Wir haben einen Hohlschliff. Aber wirklich, das ging super. Also richtig geil. Vor allen Dingen, es liegt so richtig cool drin. Zuck, zuck, richtig schön vorsichtig schneiden. Das ist geil. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 20,4 cm. Das heißt, wir haben hier kein kleines Messerchen. Das ist schon wirklich ein großes Messer mit großer Klinge. Wir haben 9,1 cm Klinge. Und 8,8 cm sind davon scharf. Das finde ich gut. Das finde ich echt gut. Ja. Klingdicke haben wir ja, so auf dem Zollstock 2,8 mm gehabt. An dem dicken Stück hier. Und hier geht ja die Dicke noch durch. Aber es geht halt nach oben. So eine ja, angedeutete Fehlschärfe. Grifflänge von da bis hier unten haben wir 9,2 cm. Also wenn ich jetzt mit meiner Fastzehenhand hier so richtig schön drunter rutsche, da ist noch Luft. Ich packe jetzt ganz nach unten. Da ist noch Luft. Cooles Messer, coole Form. Ja, die Dicke haben wir 1 cm und es ist wirklich, boah, seht ihr, ja. Hier ist sogar wieder ein Tick hochgeknallt, zack. Wir haben hier kein Spiel, also gut, ich kann sie jetzt auch nicht viel packen, aber trotzdem, hier ist nichts. Wir haben hier kein Spiel. Hoch runter kein Spiel. Ein schickes Teil. Wir liegen hier irgendwo. Ja, ich habe verschiedene Anbieter gefunden. Das günstigste war so 50 Euro. Aber ich muss sagen, doch, ist ein schickes Teil. Zack. Man kann hier hinten, seht ihr das? Da, das Ding da in der Mitte. Da hört es auf und da geht es weiter. Da drin, ich muss mal gucken, ob ich, einen Moment, meine Taschenlampe, jetzt wird es hell. Seht ihr das?
Da könnte man ein Lanyard durchziehen. Wie gesagt, die zwei Schrauben waren super zum Lösen. Könnte man lösen. Um es ein bisschen einfacher zu machen, wenn man das Seil nicht durchgefummelt kriegt. Durchmachen. Kann man dann noch ein Lanyard durchziehen. Finde ich cool gelöst. Haben wir hier irgendwie kein Loch drin. Hier steht noch Kirscher. Mal gucken, ob meine Kamera Bock hat. Ja, hat sie. Kirscher. Nee, also ist cool, wenn man es raus hat mit dem Flippen. Zack. Ich habe meine Hand nicht bewegt. Ja, es kann auch mal passieren, dass es nicht passiert. Aber wenn man, ich sag mal, kurz drücken und zack. Dann funktioniert es definitiv. Oder diesen hier, einfach so. Ja, ich muss sagen, ist ganz cool. Geiles Teil. Doch, bin ich sehr mit zufrieden. Ist schick. Ist nicht das günstigste Messer. Aber ich muss sagen, es ist eins der schicksten. Ja, wenn man jetzt mal so sieht, ist es eigentlich ein sehr schickes Messer. Wenn man jetzt mal so zum Beispiel das Tor daneben legt, ja, schöner ist das. Ganz klar. Das hier hat ein bisschen mehr Spielfeeling, möchte ich mal gerne sagen. Aber wenn man es einmal raus hat, zack, funktioniert das hier auch perfekt mit. Ja, vor der Kamera ist immer nicht ganz so einfach. Und es ist wirklich dieses. Seht ihr, ich will eigentlich die Klinge so runter machen, aber die Klinge geht schon runter. So, das Kugellager ist anscheinend, ich weiß nicht, warum es in diese Dinger drin ist. Ich denke mal, wenn die irgendwas anderes genommen hätten, das ein bisschen gerader wäre, wird es noch besser laufen. Meine Meinung, weiß ich nicht. Ich kenne mich damit nicht so wirklich aus mit Kugellagern, hätte ich jetzt mal gesagt. Also es macht Spaß, definitiv, wenn es einmal richtig läuft, das muss ich dazu sagen. Den Clip würde ich mich nicht drauf verlassen, dass ihr den mal gelöst kriegt. Aber wer es so schick findet, ein bisschen Ahnung hat, vom Schrauben lösen, sauber machen und wieder zusammenbauen, dann hätte ich gesagt, ja, kann man sich unbedenklich holen. Ist ein komisches Wort. Unbedenklich. Ja. So, das war's von mir. Das Kirscher Nura 3.5. Ich guck mal, dass ich euch irgendeinen Link drunter setze. Ich muss mal gucken. Weil da gibt's mehrere. Ich guck mal. So, ich bedanke mich. Ich habe nichts vergessen. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.